Jeder normale Mensch fährt im Winter irgendwo hin, wo es warm ist. Ich dachte mir, ich fahre einfach irgendwo hin, wo es noch kälter, dunkler und regnerischer ist. Aber es ist schön hier. Und kalt. Ich bin in Norwegen. Ich habe den Flug vor 2 oder 3 Wochen gebucht. Da war ich in einer wirklich schlechten Verfassung. Ich dachte mir, wenn ich 2 Wochen lang hier in dem Haus bin, finde ich so ein bisschen heraus, was mein Problem ist und was mir fehlt gerade eben irgendwie. Ich habe eine Instagram-Nachricht bekommen, in der stand, wie ich es denn schaffe, immer so positiv zu sein. Und ich weiß, das ist der Klassiker. Ja, man zeigt auf Social Media immer nur, dass man gerade eigentlich ganz lustig drauf ist. Ja, wissen wir alle, dass es nicht immer so ist. Bei mir ist das halt gerade der Fall. Ich hatte halt einfach den wildesten Sommer, den man haben kann. Und hatte halt einfach auch keine Pause. Ach ja. Und ich habe mich ein bisschen alleine gefühlt vor 2 Wochen, als ich den Flug gebucht habe. Und dann dachte ich mir, hey, vielleicht muss ich einfach mal wirklich alleine sein, um zu verstehen, dass ich nicht alleine bin. Deswegen bin ich hier. Das ist das Ferienhaus von meiner Familie. Wir haben. Und jetzt kommt der Weird. Ich wollte diesen Weird Flex eigentlich vermeiden, aber ich will euch zeigen, wo ich hier wohne. Es gibt ein Haupthaus, es gibt ein Nebenhaus, Küche, Wohnzimmer, mein Zimmer, noch ein Schlafzimmer. Noch ein anderes Schlafzimmer, im Nebenhaus ist noch ein Schlafzimmer, noch mal ein Schlafzimmer und eigentlich noch mal ein Schlafzimmer. Und Bad gibt's auch. Ach ja, und ein Bootshaus. Das war's. Gut, dann geht's jetzt los mit meinem Selbstfindungstrip. Und da verschwindet sie auch schon. Ich hoffe jetzt einfach mal, das ist nicht das einzige Mal in 2 Wochen, dass ich Sonne habe. Also war das gut bisher. Es scheint sogar die Sonne. Was ist los hier? Ob ich einfach Glück haben werde beim Wandern? Lunchpaket. So, ich habe tatsächlich was gelernt auf meiner Wanderung. Ich war noch nie alleine wandern. Und wenn, dann kam das irgendwie immer nur von anderen aus, dass andere gesagt haben, so, hey, wollen wir wandern gehen? Lass die und die Route nehmen, dann und dann hinfahren, keine Ahnung. Und ich bin einfach immer nur mitgelaufen, habe mich also von der Motivation der anderen halt mittragen lassen. Aber ich habe nie selbst gesagt, so, okay, ich habe Bock, jetzt lass wandern gehen. Obwohl ich es übel geil finde. Ich habe es voll genossen heute. Ich komme nicht drauf, das einfach auch mal alleine zu machen. Weil wer macht das schon? So, ich kenne das immer nur, dass alle in Gruppen gehen oder zu zweit mit der Partnerin oder dem Partner. Aber alleine sieht man selten Leute. Was voll schade ist. In meinem Kopf war halt einfach jetzt drin, so, ja. Pff. Nee, alleine nicht. Und wenn keiner Zeit hat, dann gehe ich auch nicht. Aber es war so angenehm. Ich konnte mein eigenes Tempo gehen. Ich konnte so viel Aufnahmen machen, wie ich will, hin und her rennen. Ohne dass es irgendwie eine Person nervt. Oder ich, grundsätzlich habe eigentlich nur ich das Gefühl, ich halte Leute auf damit oder ich nerve. Deswegen mache ich es dann weniger.
Und der obligatorische Rom-Com-Drama-Film-Schrei oben am Berg ist weniger unangenehm, weil niemand da ist. Und im Grunde geht das ja mit allen Dingen, wo man sich denkt, ja, boah, ist aber voll komisch, irgendwie alleine zu machen. Ins Kino gehen habe ich dieses Jahr auch das erste Mal alleine gemacht. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich mich auch irgendwie selbst motivieren kann, solche Sachen zu machen. Und ich niemanden brauche, der mir dann einen Arschtritt gibt. Ich glaube, ich verfall dann sehr schnell in so eine Situation, wo ich dann Leuten die Verantwortung gebe und mir denke, so jetzt motivier du mich. Es ist so offensichtlich, was ich heute über mich gelernt habe, aber irgendwie habe ich es heute gelernt. Ich weiß es nicht. Ich versuche das jetzt bei mir zu behalten und nicht das nächste Mal wieder die Motivationsverantwortung abzugeben. Und jetzt muss ich eine Sache machen, die ich alleine tatsächlich aber nicht mag. Für mich alleine kochen. Also man darf es jetzt auch nicht falsch verstehen, ich liebe Kochen und ich koche auch voll gerne. Es ist für einen nur alleine voll weird. Ich habe halt sonst in der WG für Leute gekocht dann oder allgemein habe ich, glaube ich, ein Problem, Mengen einzuschätzen, wenn es nur um mich selbst geht. Und dann kann man sich nicht drüber unterhalten, wie es schmeckt. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt voll die Scheiße zusammen koche hier. Ist jetzt auch was ich lernen muss, alleine für mich zu kochen, weil Nadia und Sean sind ausgezogen, mein anderer Mitbewohner ist nie da, also deswegen koche ich jetzt einfach jeden Tag so viel, dass es für mich reicht. Und das noch 10 Tage, also mal gucken, was dabei alles noch so rauskommt. Lecker, gut, passt, super, gut nach. Zu meinem Plan gehört auch eigentlich, dass ich versuche, so diszipliniert zu sein, jeden Morgen mindestens vor 9 aufzustehen, damit ich meinen Tag gestalten kann und nicht alles verschlafe. Dann wollte ich eigentlich auch immer so ein bisschen Sport machen, keine Ahnung, vielleicht auch Yoga oder irgendwas, damit ich mich halt schon anfangs des Tages bewege. Das Einzige, was bisher gut läuft, ist jeden Abend ein bisschen was lesen. Aber heute hat noch gar nichts geklappt. Es ist 20 nach 11, ich bin vor einer Stunde erst aufgestanden, was mich halt immer selber extrem nervt, weil ich mir denke so, warum ist mein Morgen-Ich so stark darin, mir den ganzen Tag zu versauen? Ich bin dann immer total sauer auf mich selbst und total unmotiviert auf alles andere, weil ich es nicht mehr geschafft habe, aufzustehen. So. Dann fühle ich mich, als hätte ich übel den Kater einfach. Ich bin komplett am Arsch von gestern. Es war doch anstrengender, als ich dachte. Vor allem das Absteigen. Meine Knie tun übel weh. Und ich bin immer noch nicht gesund. Es nervt mich. Jeden Tag gehe ich ins Bett und denke mir, morgen ist es weg. Immerhin die Sonne kommt raus. Hier auf jeden Fall. Es hat eigentlich alles so solide geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe bis jetzt. Ich ziehe das jetzt die nächsten Tage einfach durch mit meinem Programm. Ich stehe um 8 auf. Ich mache Sport. Ich gehe spazieren, keine Ahnung. Mache jeden Tag ein bisschen Content für Instagram oder TikTok oder weiß ich nicht. So, jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Heute chill ich noch. Heute noch nicht. Heb dein Herz. Und heb den Blick. Komm mit der nächsten Einatmung in deinen klassischen Krieger 1. Arme heben. Ausatmen in die Zehenspitzen. Das war damn anstrengend, Alter. Oh mein Gott. Das hat richtig Spaß gemacht. Boah. Es gibt so vieles, kein Ende. Uns würde es nie größer. Es gibt Brot! Also noch nicht, ich muss es erst backen. Hier in Norwegen gibt es nämlich, ich nenne es liebevoll, lapprige Luft. Die Deutschen vermissen im Urlaub ihr Brot. Meine Mama hat mir gesagt, dann back
dein eigenes Brot. Wir haben hier Brotbackbuch. Was brauche ich denn? Sorry, kurze Unterbrechung. Ich war gerade beim Supermarkt, weil ich gar kein Mehl hatte. Oh, lass doch Brot backen ohne Mehl. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, der Teig. Der Bums muss halt jetzt auch 24 Stunden erstmal ziehen. Alles klar, gar kein Problem. Ich habe ja Zeit hier. Baby, you should know. All these people, they still looking at you 'cause you're beautiful. You could be the one. Fell in love with your smile. Dive deep into your eyes. Holy fuck. 'Cause I don't wanna run, run, run away. No run, run, run away no more. I like you a little more. Every time you come, come, come to say that. Happy middle of the day. Yeah. I am Florence Stromer. I am a Canadian living in Norway. I live in a house of 320 square meters for myself, and my closest neighbor is 600 meters down the road. And she and I are the only ones who live here. The rest of the houses around are cottages. I've lived in this house for 32 years, and my husband died in 2017, 4.5 years ago. And of course, from that time, I have been alone. And I have always liked traveling on my own, being on my own. So it was not a big change in the way of loneliness. I don't feel sad about being here on my own, but sometimes I think about my husband or my mother that it would be nice if they were here, but not like I'm afraid of being alone, that it's going to bother me psychologically or something like that. I actually do casual work still at the nursing home, and so the people there also give me lots to think about. So you're busy. Yes. And I do sell skincare products, Mary Kay. I sew. I do all my own curtains. I do all anything I need to do. I haven't sewn my own clothes for a long time because, you know, it's almost cheaper to buy them. Going for a walk always freshens up your body, and yeah, then maybe you meet somebody out on the road, or you can plan to take a walk with someone. So that makes the loneliness a little bit less. I'm really usually just so, I always have something on the go myself, so I haven't really thought that how lonely it would be it is to be alone. Yeah. It's nice. Thank you. Oh, you're welcome. Thank you.
vorbei. Ihr habt Glück, ich habe für mein Fazitgespräch nicht so lange Zeit. Meine Fähre fährt in einer Stunde. Ja. Und mein Notizbuch, was ich alles sagen wollte, ist im Koffer. Scheiße. Fazit. Wie ist es, 2 Wochen lang allein in Norwegen zu sein? Um mit der groben Frage zu starten, wie geht's mir? Ich würde sagen, wenn man den ersten und den letzten Tag vergleicht, habe ich mich am ersten Tag einsamer gefühlt als am letzten. Ich würde jetzt tatsächlich einfach behaupten, mir geht's sehr, sehr, sehr viel besser. Also ich würde sogar sagen, mir geht's gut. Ich bin viel motivierter. Ich habe mir wieder groben Plan gemacht, was ich für Content produzieren möchte und warum ich diesen Content produzieren möchte. Es gab so einen kleinen Klickmoment, als ich eine Story gemacht habe, die darauf hinweist, dass Sarah Mardini, Sean und Nassos in Griechenland einen Prozess vor sich haben, der sie bis zu 25 Jahre hinter Gitter bringen könnte, weil sie an der Küste von Lesbos geflüchteten Menschen geholfen haben. Ich glaube, ein großes Problem, was ich gerade eben hatte, ist einfach, dass ich den Sinn hinter dem Content, den ich mache, nicht so dolle gesehen habe. Klar, es ist Unterhaltung und Unterhaltung ist auch irgendwie wichtig. In einer ganz normalen Gesellschaft will man einfach auch unterhalten werden und abgelenkt werden, aber irgendwie hat mir momentan so ein größerer Sinn dahinter gefehlt und ich hatte Schwierigkeiten, mich zu motivieren. Deswegen kamen auch keine YouTube-Videos und nur ganz, ganz selten auf Instagram Reels oder auf TikTok. Die Story hat mir gezeigt, dass das, was ich mache, auch Einfluss hat und dass ich auch Gutes mit der Reichweite, die ich aufbaue, machen kann, offensichtlich. Weil, und da muss ich nochmal was aus meinem Koffer holen, und ich könnte jetzt eigentlich für mein Fazitgespräch alles aus diesem Buch zitieren. Besser fühlen, kann ich empfehlen, könnt ihr euch durchlesen, da werden Gefühle einfach erklärt und wie man mit ihnen am besten umgeht und was sie einem sagen wollen. Psychobuch halt. Und ich hatte vor diesen 2 Wochen einfach nicht das Gefühl, dass ich irgendwas bewirke. Jetzt Notiz an mich selbst. Es gibt viele kleine Erinnerungen, die ich machen kann, die mich merken lassen, dass ich was bewirke. Es klingt so banal, aber ich habe mich so doll über mein selbstgebackenes Brot gefreut, weil ich gemerkt habe, so voll cool, ich habe mein eigenes Brot gebacken. Ich hatte keine Motivation für irgendwas und ich glaube, ich muss mir einfach, wie Florence gesagt hat, man muss einfach irgendwie ein bisschen busy bleiben. Man muss sich Beschäftigungen suchen, damit man merkt, man bewirkt irgendwie was. Und ich glaube eben auch, ganz wichtig war für mich das Alleine sein, weil, und jetzt wird es echt ein bisschen privat, aber ich hatte auch in den letzten 2 Monaten, sagen wir, mein kleines Herz war halt ein bisschen verletzt und ich bin wieder in die kleine Schiene gerutscht von wegen, oh, ich brauche eine Person an meiner Seite, weil sonst kann ich nicht glücklich sein oder zufrieden sein. Was nicht gut ist, weil sobald ich dann eine Person hätte, würde ich alle Verantwortung wieder auf diese Person legen und mich nicht um mich selbst kümmern. Deswegen ist es gut, dass ich halt gemerkt habe, so, Annika, du kannst hier alleine sein. Du bist zufrieden alleine. Du brauchst im Grunde niemanden. So, es ist immer schön, irgendeine Person zu haben, aber das ist so erstmal der wichtigste Schritt, dass ich nicht das Gefühl habe, mich muss eine andere Person für irgendwas motivieren. Was ich auch dieses Jahr einfach lernen musste. Ich meine, bin jetzt ein Jahr Single. Das habe ich die letzten 5 Jahre davon nicht geschafft. Ich war immer in Beziehungen. Das ist eigentlich auch alles, was ich sagen wollte. Gibt es noch was? Ich hoffe, das Gefühl in mir bleibt jetzt erstmal so. Ich leite jetzt einfach mein YouTube-Comeback mit diesem Video wieder ein. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat meine kleine Selbstfindungsdokumentation gefallen. Und ich fliege jetzt nach Hause. Okay. Tschüss.